Weißt du, in allen Regionen, die ich besucht habe, gibt es Berichte über Wächter. Wenn das Abenteuerleben nichts für dich ist, könntest du immer noch Seelen gegen Bezahlung lesen. Du weißt schon, die Leute beraten, ihnen sagen, mit welcher Familie sie verwandt sind und mit wem sie sich für vergangene Beleidigungen duellieren sollten. Ich werde mich daran erinnern. Freut mich, dass du das so amüsant findest. Wahrscheinlich könnte ich die Leute von allerlei Dingen überzeugen. Kana, sei still. Freut mich, dass du das so amüsant findest. Tut mir leid, anscheinend bin ich nicht so gut darin, die Stimmung zu heben. Kana zuckt zusammen. Das war unbeabsichtigt. Oh, leidenschaftlich. Haben wir die jetzt gerade gekriegt? I'm here. Gut. Certainly. Also wir könnten nach oben gehen. Die Ketten dieser Feuerschale sind starr vor Rost. Zwischen den Brettern sieht man die grauen und braunen Pelze von Mäusen herumflitzen. Gut, bevor ich die Haupthalle weiter erkunde, erkundige ich die Nebengebiete. Hier drin geht ja die wilde Luzi ab. Leider. Okay. Deswegen lassen wir alle, vor allem weil die Phantome sind halt die böseren Gegner. Certainly. So, das wird wohl unsere Bibliothek sein. Jupp, Bibliothek. Diese Karte zeigt die alten Kolonialgrenzen des Dürrwalds. Anstelle des heutigen Trutzbucht ist eine Siedlung namens Neu-Dinrod markiert. In den näheren Regalen haben sich Spinnen eingenistet. Da sind sie aber nicht mehr leer. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Herrenhalle. Es scheint gar so, als ob dieses wackelige Artefakt nur von Spinnenweben zusammengehalten wird. Also ja, hier sind wir in der Kaserne. Eigentlich eher Baracken, würde ich sagen. Irgendwas hat sich aus altem Heu und Matratzenfüllung ein Nest gebaut. Okay, aber hier drin ist nichts. Gut. Das heißt, wir gehen mal weiter. So. Am Ende der Herrenhalle spürst du eine einladende Wärme, die ein aus Mauer gefertigter prächtiger Thron verströmt. Die meisterhafte Handwerkskunst des Throns passt gar nicht zum eher praktischen Mauerwerk der Burg. In die Rückenlehne des Throns wurde das Relief einer verschleierten Frau geschnitzt, die mit hohen Augen über die Herrenhalle wacht. Als du näher spürst du, wie die Wärme flukiert, als ob sie in Bewegung wäre. Aus dem Schnitzwerk erschallt eine Stimme, von der die ganze Festung durchdrungen wird. Another watcher in Cadnua, glowing very brightly indeed to these eyes. What strange happenstance. Noch ein Wächter in Cadnua, für meine Augen wahrlich eine leuchtende Erscheinung. Welch merkwürdiger Zufall. Wer spricht da? I'm sorry if I startled you. I'm afraid my manners have been slipping. I haven't had much opportunity for introductions lately. In any case, I assume you're here looking for Meerwald.
Entschuldigung, sollte ich Sie erschreckt haben. Ich fürchte, meine Manieren haben etwas gelitten. In letzter Zeit hatte ich nicht viele Gelegenheiten, mich vorzustellen. Wie dem auch sei, ich vermute, Ihre Suche nach Meerwald hat Sie hergeführt. Bist du in diesem Thron gefangen? Imprisoned? At times it feels that way, I suppose. But it's more that I reside here. The throne was brought up from the ruins. One of the first things they found. As a last favor to a dying woman, the Earl arranged for me to be moved into it. Audra is an accommodating vessel for a soul. Ihre Stimme klingt so ähnlich wie die der Zwergin übrigens, fällt mir gerade so auf. Gefangen, ja, manchmal fühlt es sich so an, als ob... so an, aber meistens empfinde ich es eher, als würde ich hier wohnen. Der Thron wurde aus den Ruinen geborgen, er war eines der ersten Dinge, die man fand. Als letzte Gunst für eine sterbende Frau sorgte der Graf dafür, dass ich in ihn gewürgt wurde. Adra ist ein verträgliches Gefäß für eine Seele. Oh, it's not as confining as it seems. I can feel the whole keep from here, and all things that are tied to it. There's something about this throne and its construction. Or maybe it's something about this place. Ach, das fühlt sich gar nicht so beengend an, wie es scheint. Von hier aus kann ich die gesamte Burg und alle Dinge spüren, die mit ihr verbunden sind. Dieser Thron und seine Bauweise haben irgendetwas an sich. Vielleicht liegt es auch an diesem Ort selbst. Erzähl mir mehr über Meerwald. He was a great man. He came here one day, young with long hair and polished armor, and he banished the dark things that had come to lurk in this place after centuries of neglect. He could see the beauty of this place, the way it had been. So he claimed it for his own when no one else would take it. We worked together to restore it. Er war ein großer Mann. Eines Tages kam er hier als junger Mann mit wallendem Haar und polierter Rüstung an und vertrieb die Wesen der Finsternis, die in diesem Ort nach Jahrhunderten der Vernachlässigung lauerten. Er konnte die Schönheit dieses Ortes sehen, so wie er früher gewesen war. Als ihn niemand sonst haben wollte, beanspruchte er ihn für sich und zusammen arbeiteten wir am Wiederaufbau der Burg. But he began to grow distant some time ago. He never told me why. He retreated deeper and deeper into the keep, never leaving, sending servants for food, hiding himself from my sight. The restoration stopped. Now to look at the place, you'd never know the progress we'd made. In most places it's worse than it ever was. And all I can do is watch it crumble around me. Vor einiger Zeit hatte er begonnen, immer distanzierter zu werden. Er sagte mir nie warum, sondern zog sich immer nur tiefer in die Burg zurück. Er verließ sie nicht mehr, ließ sich das Essen von Dienern bringen und verbarg sich vor mir. Der Wiederaufbau wurde eingestellt. Die Stimme stößt ein wehmütiges Seufzen aus. Wenn man diesen Ort heute ansieht, kann man sich die Fortschritte gar nicht mehr vorstellen, die wir erzielt hatten. Was überall ist, ist jetzt noch schlimmer als jemals zuvor, und mehr als alles um mich herum einstürzen zu sehen, konnte ich nicht tun. Hast du irgendeine Idee, wo ich Meerwald finden könnte? I can feel his presence faintly somewhere deeper inside the keep. But he uses his gifts to confound me, and my senses are dulled while he does so. Ich kann seine Gegenwart schwach von irgendwo tief in der Burg spüren, aber er benutzt seine Gaben, um mich zu verwirren. Und solange das tut, ist meine Wahrnehmung geschwächt. Ich wünschte, ich wüsste, was in ihm vorgeht. Leb wohl. Take care in your search. Many dangers lie in wait here. Sehen Sie sich bei Ihrer Suche vor. Hier liegen viele Gefahren auf der Lauer. Ja, sie macht uns netterweise die Tür auf. Ah ja, und hier war die Schatzkammer. Wo immer mal wieder nachher Zeug reinkommt. Also gerade unsere Steuern und so. Mutter. Been out playing soldier again, have we? Go wash up and come help me shuck these peas. Als du näher kommst, klärt sich die Erscheinung vor dir als Elfe auf. Ihr strähniges Haar ist zurückgebunden und sie zupft an einem losen Faden ihrer Schürze. Bis sie dich bemerkt, herrscht in ihren Augen ein abwesender leerer Blick vor. Ein schwaches Lächeln legt sich wie ein Schleier über ihr Gesicht. Aha, waren wir wieder draußen und haben Soldat gespielt? Geh dich waschen und hilf mir dann beim Enthülsen dieser Erbsen. Sie wendet sich lang genug von dir ab, um einen Korb hervorzuholen, der wie sie schillernd und halbtransparent ist. Und keine Beschwerden, wenn du groß und stark werden, da eines Tages ein richtiger Soldat werden willst, dann musst du dein Gemüse essen. So wie wir es ausgemacht haben, richtig? Sie betrachtet dich aus dem Augenwinkel.
nichts sagen. Soldaten sind... Soldiers are important people. They defend the weak and punish the wicked. You're too young to understand now, but there are lots of wicked people. People like the man who murdered your father. Soldaten sind wichtige Leute. Während sie sich über den Korb beugt, hebt und senkt sich ihre Stimme. Sie verteidigen den Schwachen und bestrafen die Bösen. Sie seufzt, was eine geisterhafte Strähne ihres Haares zum Flattern bringt. Du bist jetzt noch zu jung, um das zu verstehen, aber es gibt viele böse Leute. Sie bricht eine Erbsenschote mit einem eingerissenen Fingernagel ab. Die Leute wie die, Leute wie den Mann, der deinen Vater ermordet hat. Dieser quetscht eine Reihe Schote zwischen ihren Fingern und Daumen. Erinnere mich daran, was mit meinem Vater passiert ist. Before you were born, the Glanfathans attacked settlers like us. They said we'd knocked over some of their special Adra rocks. That's why they call it the Broken Stone War. They got very angry, and so they came into our villages and killed many people. Your father was one of them. Ihr müdes Lächeln findet ein jähes Ende. Bevor du geboren wurdest, haben die Glanfathaner-Siedler wie uns angegriffen. Sie sagten, wir hätten einige ihrer besonderen Adra-Felsen umgestürzt. Aus diesem Grund nennen sie ihn auch den Krieg des zerbrochenen Steins. Sie wurden sehr wütend, kamen in unsere Dörfer und töteten viele Menschen. Eine Schote entglitt ihren Griff und sie strich sich mit ihrem gezackten Daumennagel seitlich in den Finger. Sie sagt nichts, als die Haut langsam rot wird. Dein Vater war einer von ihnen. Er war einer der Leute, die Glanfathaner getötet haben? Genau das habe ich gesagt. Ihre Stimme ist leise und heiser und ihre Hand bleibt über den Korb stehen. Etwas Dunkles und Leeres hat sich über ihre Augen gelegt. That's why you'll be a soldier one day. To protect and to avenge. Why don't you go back out and play? I'll finish up here. Sie lässt den Korb fallen und wendet sich ab und tupft sie ihr Gesicht mit ihrem Schürzenzipfel ab. Und deshalb wirst du eines Tages ein Soldat werden, um zu schützen und um zu rächen. Sie starrt auf das Blut, das von ihrem Finger tropft. Warum gehst du nicht wieder raus zum Spielen? Ich mach das hier schon alleine fertig. So, wir sind in den Kerker. Soweit ich weiß, gibt's hier auch noch Gegner. Das sind aber eher Spinnies. Deswegen wechseln wir auch wieder unsere Waffe. I'm stuck. So, Speerspinne macht Schaden. I'd be glad to. Crave. Oh, da sind viele Spinnen. Does he not believe? Yes. Lava beyond seek. Die hat's auf Kanna abgesehen. So. At once. Crave, does he like? Gotcha. Okay, die haben es auf du uns abgesehen. Okay. New orders, Lieutenant. Ready your squad. Mein Befehl, Leutnant, bereite deine Truppen vor. Die geisterhafte Mann in Rüstung und Umhang eines Offiziers studiert ein einzelnes Blatt Papier. Du kannst direkt durch das Blatt hindurchschauen und siehst die Insignien des Dux von Edir auf seinem Brustharnisch.
Er scheint die Seite mehrmals zu lesen, bevor er zu dir hochschaut. Als er das tut, ist sein Gesichtsausdruck undurchschaubar. There's been a change of plans. Take your squad and march south, all the way to the bow in the river. Bring a wagon team and a dozen barrels of pitch. Es hat eine Planänderung gegeben. Marschiere mit deiner Truppe nach Süden bis zur Flussbiegung. Bring einen Wagen und ein Dutzend Fässer Pech mit. Seine Stimme gerät ins Stocken und er schüttelt seinen Kopf. Die Hand, die das Papier hält, fällt seitlich an ihm herab. Erzähl mir über die Befehle. The instructions come from Admet Hadred himself, which means they might as well have come from the Duke. We're to burn those hut dwellers out. Set fire to the Deerwood so they've nowhere to retreat. Cut them down when they come out. Or let them blaze if they won't. Die Befehle stammen von Admet Hadred selbst, was sie gleichbedeutend mit Befehlen vom Duke macht. Er rollt die Befehle zu einer dünnen Schriftrolle zusammen. Wir sollen die Hüttenbewohner ausbrennen, den Dürrwald in Flammen stecken, damit sie keinen Zufluchtsort mehr haben. Wir sollen sie niedermachen, wenn sie herauskommen oder sie ansonsten verbrennen lassen. Ein gespenstisches Seufzen bildet einen Nebel vor seinen Lippen.